Am Donnerstag, den 23. Oktober 2014, fand in Bregenz das zweite internationale Bodensee-Textil-Kooperationsforum statt. Über 200 Gäste aus mehreren Nationen trafen sich zu diesem Anlass in Bregenz. Zahlreiche nationale und internationale Referenten erläuterten aktuelle Themen der Branche. Organisiert wurde dieses Event von dem überregionalen Verband Dach TexNet. Unterstützt wurde das Symposium von der Smart Textiles Plattform Austria, dem Schweizer Textilverband Swiss Textiles, dem AFBW und Bayern Innovativ. Wir sind sehr glücklich, dass wir über 200 Personen aus 5 Nationen hier nach Vorarlberg locken konnten, Spitzenkräften von Unternehmen und Forschungsinstituten. Ich denke, wir haben einen Tag erlebt mit sehr vielen Überraschungen, mit sehr vielen spannenden Vorträgen, Beiträgen, die hier in Vorarlberg generiert wurden, die auch hier produziert wurden, und wir sind recht stolz auf das Feedback dieser Veranstaltung, das grundwegs positiv ist und bestärkt auf diesem Weg weiter zu investieren, weiter zu forschen und zu produzieren. Um eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung in der Branche zu garantieren, benötigt es eine starke Forschung im Land. Das in Dornbirn angesiedelte Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik hat sich dieser Aufgabe angenommen. Ja, mit den regionalen Unternehmen läuft die Zusammenarbeit sehr unmittelbar und direkt. Es kann also durchaus sein, dass man uns irgendwo in einer Fabrikshalle bei den Maschinen stehen sieht, die einen Prozess beobachten oder Messdaten aufnehmen. Das ist halt der Vorteil der Nähe auch im Land. Im Ländle sind die Wege sehr kurz und damit eigentlich auch die Möglichkeiten, unmittelbar vor Ort zu sein, sehr gut. Der Raum Bodensee gilt als besonders angesehene Region, wenn es um die Entwicklung und Produktion von hochmodernen Textilien geht. Diese zukunftsweisenden Technologien finden großen Anklang. Vom Auto bis zum Haus- und Flugzeugbau bieten die Betriebe branchenindividuelle Lösungen. Also so, ich bin Teamleiter bei Daimler, bei EvoBus GmbH und beschäftige mich da mit dem Exterieur von unseren Stadtbussen. Wenn Sie rausgehen, dann sehen Sie alle unsere Busse hier rumfahren in Bregenz, das ist echt klasse. Was ist hier das Thema? Wenn Sie sich über Leichtbau unterhalten, dann kommen Sie im Exterieur auch an Textilmaterialien einfach nicht vorbei. Wir reden hier von RTM-Techniken, wo man Textile, hochtechnisierte Textile, Gewebe einlegen kann, um bis zu 50% Gewicht zu sparen. Die Ansammlung des Know-hows in der Region spielt für die einzelnen Unternehmen eine große Rolle. Von der Entwicklung bis hin zur Serienproduktion bietet die Region eine vollstufige Abdeckung. Die Region ist für uns sehr wichtig. Wir haben hier wichtige Kunden, allen voran die Firma Getzner, mit denen wir bereits viele Geschäfte getan haben und die auch regelmäßig hier in den letzten Jahren, auch in diesem Jahr, die neuesten Webmaschinengenerationen bei uns eingesetzt haben und gekauft haben. Dass das Interesse an smarten Textilien auch von der jüngeren Generation besteht, wurde an diesem Tag bestätigt. Die HTL Textil nutzte die Chancen, an solch einem Tag mit dabei zu sein und Eindrücke zu sammeln. Ausbildung ist sehr, sehr wichtig für uns. Nur eine gute Ausbildung ist eine gute Grundlage für neue Entwicklungen und für sinnvolle Anwendungen und Produkte. Da legen wir sehr großen Wert drauf, auch bei uns im Haus. Um an einer Entwicklung des Marktes teilzunehmen, ist es nötig, seinen eigenen Horizont zu erweitern und ständig den Austausch auch mit textilfremden Industriezweigen zu suchen. Im Augenblick haben wir ein paar Kontakte schon geknüpft, ja, die sicherlich weiter zu vertiefen sind. Und ich glaube auch, dass man einfach sich mal wieder sehen muss und manche Themen einfach nochmal anders betrachten muss und mit den Inputs aus den verschiedenen Beiträgen hier heute vielleicht zu einem neuen Bild von dieser Art von Textiltechnik kommen kann. In Zukunft kann gewiss gesagt werden, dass die hunderten Spezialisten unserer Region noch zahlreiche neue Entwicklungen machen werden und dass sich so mancher noch wundern wird, was alles machbar ist. Den ganzen Tag betrachtet konnten zahlreiche Bekanntschaften geschlossen und viele Ideen generiert werden. In 2 Jahren kommen dann die Köpfe von heute und morgen wieder zu der Gelegenheit, an diesem Symposium in Vorarlberg teilzunehmen. Vom 7. bis 9. Juni 2016 mit einer Fachmesse kombiniert auf dem Gelände der Messe Dornbirn wird dieser Event sicher wieder ein ganz besonderer.